Herzlich willkommen zu unserem kleinen Online-Tutorial. Informationen auf dem Behälterschild bei Behältern unter der ASME-Code Sektion 8 Division 1. Und zwar geht es hier explizit um die Markierung RT1, RT2, RT3, RT4, die uns Aussagen geben über den Umfang der zerstörungsfreien Prüfung. So sieht ein ASME-Behälterschild in der Regel aus. Wir haben Informationen zu dem Hersteller, der maximale Druck bei der maximalen Temperatur, die tiefste Einsatztemperatur beim maximalen Druck, Seriennummer, Baujahr, eventuell ein National Board Stamp mit National Board Nummer, unser ASME Certification Mark, unser Designator für einen Sektion 8 Division 1 Behälter, das U. Und hier haben wir noch Zusatzinformationen. W, wenn der Behälter geschweißt wurde, HT, wenn er wärmebehandelt wurde, und die Markierung RT1, 2, 3 oder 4, wenn ich den ganzen Behälter oder Teile davon durchstrahlt habe. Hier ist es jetzt sehr wichtig, dass diese Markierung richtig ist, weil wenn man einen Fehler macht, sollte man ihn irgendwo machen, aber nicht mitten auf dem Behälterschild. Um jetzt die richtige Markierung RT1, 2, 3 oder 4 auswählen zu können, muss ich wissen, was ASME-Code unter Schweißnahtkategorien versteht. Und zwar hat der ASME-Code die Schweißnähte in 4 Kategorien unterteilt. A, B, C und D. Kategorie A-Nähte sind in der Regel Längsnähte, die auf Umfangsspannung belastet werden. Diese Naht hier sieht zwar aus wie eine Umfangsnaht, ist aber per Definition, weil sie einen Halbkugelboden anschließt, immer dem Halbkugelboden zugeschlagen. Und in einer Halbkugel gibt es nur Kategorie A-Nähte. Kategorie B-Nähte wären Umfangsnähte, belastet auf Längsspannung. Und das sind typische B-Nähte und hier habe ich eine B-Naht und das ist kein Halbkugelboden, sondern ein geformter Boden, beispielsweise ein Klöpperboden oder ein Korbbogenboden. Und der hat in der Regel einen geraden Ansatz, deswegen habe ich zwei zylindrische Teile und deswegen ist das eine Kategorie B-Naht. Kategorie C-Nähte sind Nähte, mit denen Bauteile angeschlossen werden, die auf Biegung belastet werden, zum Beispiel Flansche, ebene Deckel oder Tube Sheets. Und Kategorie D-Nähte sind Stutzen, Einschweißnähte. Hier nun ein paar Beispiele für die Markierung RT1, 2, 3 oder 4. Mein erstes Beispiel ist ein RT1 Behälter. Das heißt, ich möchte gerne alle Teile mit einem Schweißnahtfaktor von E gleich 1 rechnen. Ich habe hier zwei Klöpperböden, links und rechts. Ich habe einen längsnahtgeschweißten Mantelschuss, ich habe einen nahtlosen Mantelschuss und ich habe zwei Stutzen, jeweils längsnaht geschweißt mit einem Vorschweißflansch und hier habe ich sogar eine Aushalsung, das heißt der Stutzen ist mit einer Stumpfnaht angebracht worden. Die Kategorien sind Kategorie A, Längsnähte an meinem längsnahtgeschweißten Mantelschuss und zwei Längsnähte in meinen Stutzen. Dann Kategorie B, Umfangsnähte. Kategorie C sind Nähte, mit denen Stutzen angeschweißt werden. Beide Stutzen haben einen Vorschweißflansch, also Kategorie C-Nähte. Und zwei Stutzen-Einschweißnähte, zwei Kategorie D-Nähte. Um jetzt mit RT1 stempeln zu dürfen, muss ich also alle diese Nähte durchstrahlen. Die einzigen Nähte, die ich nicht durchstrahlen brauche, ist einmal die Kategorie C-Naht, weil der Stutzen unter 10 Zoll ist und eine Wandstärke von kleiner als 29 mm hat. Und diese Naht, weil es wohl eine Kategorie D-Naht ist, aber keine Stumpfnaht. Zweites Beispiel für einen RT2 gestempelten Behälter. Den darf ich auch mit 1 rechnen und die Vorschrift besagt volle Durchstrahlung aller Kategorie A und D Stumpfnähte. Das heißt, ich muss einmal die Längsnaht von meinem geschweißten Mantelschuss durchstrahlen, ich muss die Längsnähte von meinen Stutzen durchstrahlen und ich muss Kategorie D Stumpfnähte, das heißt bei meinem ausgehalsten Stutzen, muss ich hier auch voll durchstrahlen. Zusätzlich wird gefordert, dass die Kategorie B und C Stumpfnähte mindestens spot durchstrahlt werden, außer bei Stutzen kleiner als 10 Zoll und 29 mm Dicke. Das heißt, alle diese Nähte müssen mindestens spot durchstrahlt werden. Wenn ich davon ausgehe, dass alle Nähte zusammenaddiert weniger als 15 Meter sind, dann reicht ein Spot aus, den setze ich hier hin und habe diese Kategorie B-Naht, die
und diese Kategorie C-Naht Spot durchstrahlt. Diese Kategorie C-Naht brauche ich nicht durchstrahlen, weil der Stutzen kleiner als 10 Zoll hat. Zusätzlich muss ich wieder darauf achten, dass ich keine Kategorie B oder C Nähte habe, die einen Winkel von über 30 Grad aufweisen, weil sie dann ein Angle Joint sind und dann könnte ich auch keinen RT2 Behälter daraus machen. Beispiel 3 für einen RT3 gestempelten Behälter und Efficiency Faktor von 0,85. Vorschrift ist, alle Stumpfnähte müssen spot durchstrahlt werden. Das heißt, das sind wieder meine Nähte, die dort reinfallen. Kategorie B-Naht, Kategorie B-Naht, Kategorie B-Naht. Diese Kategorie A-Naht, A-Naht, A-Naht. Diese D-Naht, weil es eine Stumpfnaht ist. Und diese Kategorie C-Naht, weil der Stutzen über 10 Zoll hat. Diese muss nicht spot durchstrahlt werden, weil ich einen Stutzen habe kleiner als 10 Zoll und weniger als 29 mm Dicke. Das heißt, alle diese Nähte müssen mindestens spot durchstrahlt werden. Wenn ich davon ausgehe, dass alle Nähte zusammen addiert weniger als 15 Meter sind, dann reicht ein Spot aus, den setze ich hier hin, der Inspektor sagt, wo er den haben möchte und ich kann ihn komplett mit 0,85 rechnen. Zum Schluss ein Beispiel für einen RT4 gestempelten Behälter, bei dem ich die Joint Efficiency nicht ohne weiteres vorhersagen kann. RT4 heißt, ich habe etwas an meinem Behälter durchstrahlt, es passt aber nicht in RT1, RT2 oder 3 rein. In meinem Beispiel hier ist hier ein Spot drauf gesetzt, um nahtlose Teile per Paragraph UW11A5B von 0,85 auf E gleich 1 aufzuwerten. Damit wäre das ein typischer RT2-Spot. Zusätzlich setze ich auf dieser Längsnaht einen Spot, damit ich dieses Teil hier mit 0,85 rechnen kann und alle anderen Teile, die jeweils auch eine Kategorie A-Naht haben. Damit wäre das eigentlich ein Spot, der zu RT3 passt. Wenn ich allerdings einen Behälter habe, wo RT2 und RT3 zusammen vorkommen, kann ich nicht RT2 und RT3 draufschreiben, sondern muss hier RT4 draufstempeln. Zusammenfassend kann man sagen, RT1, wenn ich den kompletten Behälter voll durchstrahlt habe und ich habe keine Ecknähte über 30 Grad. RT2 heißt, ich habe alle Längsnähte voll durchstrahlt und die Umfangsnähte bekommen einen Extraspot, wie er in UW11A5B vorgeschrieben wird. Und ich kann ebenfalls alle Teile mit 1 rechnen. RT3 bedeutet, der komplette Behälter ist spot durchstrahlt und ich rechne mit 0,85. Und RT4 bedeutet, ich habe irgendetwas durchstrahlt, aber es passt nicht in RT1, 2 oder 3 rein. Und den Schweißnahtfaktor ist halt abhängig von der Durchstrahlung der jeweiligen Teile. Diese übliche Vorgehensweise, RT4 passt schon überall und wenn ich nicht genau Bescheid weiß, ob ich RT1, 2 oder 3 habe, stempel ich RT4 auf meinen Behälter, ist schlicht falsch und den Fehler platziere ich dann auch noch auf prominenter Stelle mitten auf mein Nameplate. Bei weiteren Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung auf unserer Webseite und in unserem Diskussionsforum. Vielen Dank.